Hallo und herzlich willkommen mal wieder zu einem anderen Puch-Maxi-Video. Wir lieben unsere Mopeds alle heiß, wir fahren sie total gerne, vor allem in so ein schönes Frühlingswetter, wie jetzt draußen ist. Jetzt, wo das Wetter wieder so schön ist, kramen wir alle unsere Mopeds aus der schön trockenen Garage raus und wollen damit im Sommer wieder unsere Runden drehen. Ich freue mich genauso wie ihr drauf, das zu machen, nur sind da ein paar Sachen vorher zu erledigen. Der obligatorische Frühlingsputz vom Moped ist mal klar, der ganze Staub und Dreck muss runter, der sich in der Garage drauf angesammelt hat, aber das Wichtige ist ja eigentlich, wie geht's dem Moped innen drinnen. Wir haben logischerweise, bevor wir das Moped für den Winter eingestellt haben, mal den Tank voll gefüllt. Das heißt, wir schütteln das ganze Ding mal wieder ordentlich durch, damit sich Öl und Benzin im Tank mischen. Das zweite und fast allerwichtigste, was ich persönlich jetzt vom Kilometerstand unabhängig gemacht habe, weil ich vergessen's drauf, ist die jährliche Routine vom Öl wechseln. Und zwar rede ich jetzt hier von Automatikmotoren in meinem Fall und da gehört nur ATF-Öl rein, sonst gar nichts. Ich habe tatsächlich schon Leute gehabt, die haben Zweitakt-Gemischöl ins Getriebe geleert und das ist... Ich bin vollkommen fassungslos, wie man sowas überhaupt machen kann. Für die von euch, die einen Handschaltermotor haben oder einen Viergang-Fußschalter, ihr könnt 10W40 nehmen. Ist nicht das Optimale, aber solange darauf achtet, dass es ein mineralisches und kein synthetisches Öl ist, halten das die Getriebe genauso gut aus wie mit jedem anderen Motoröl. Jedenfalls ist das überhaupt keine Hexerei, das Öl zu wechseln. Ihr habt eine Schraube unterm Motor, die öffnet ihr einfach. Ich habe es in anderen Videos schon gezeigt. Lasst das Öl raus, bis zur Füllstandsschraube wird er dann wieder angefüllt und somit ist euer Ölwechsel auch schon fertig. Totaler Zeitaufwand, vielleicht 5 Minuten, wenn ihr schnell seid. Der nächste Punkt, der sehr wichtig ist, es erwartet euch ja jedes Jahr ein Pickel. Oder in Deutschland zum Beispiel der TÜV. Ihr müsst das Moped abnehmen lassen, damit ihr im Straßenverkehr damit fahren könnt. Und das, was ich persönlich am meisten gehört habe, ist, das Lenkkopflager ist locker. Ich bin kein einziges Mal zum Pickel gefahren, ohne dass mir nicht irgendjemand gesagt hat, das Lenkkopflager ist locker. Für die Sicherheit ist es eigentlich komplett wurscht, aber wir werden es trotzdem machen, einfach um das präventiv zu verhindern, dass sich irgendjemand drüber aufregt. Das ist schon ein bisschen komplizierter, in meinem Fall zumindest, weil Sophies L2 hat einen Frontgepäcksträger. Den muss ich natürlich runternehmen, weil sonst zerkratze ich den Lack. Aber es sind im Prinzip 3 Schrauben. Ihr müsst den Lenker nicht komplett auseinandernehmen, weil die Kabel könnt ihr einfach drauf hängen lassen. Ihr müsst vorne die 2 Schrauben, die die Federbeine festhalten, rausnehmen. In meinem Fall ist der Gepäcksträger da mitgeschraubt. Und hinten die eine große Schraube, die Lager zusammenpresst. Oder besser gesagt, die untere Lagerschale halt eben festhält. Das kann ein bisschen tricky sein, wenn ihr nicht den Schlüssel habt, der groß genug dafür ist, aber mein Tipp ist, macht einfach ein bisschen Elektriker-Tape um eure Rohrzange rum und macht es dann auf, dann kratzt ihr euch euer Chrom nicht von der Mutter runter. Jedenfalls finden wir dann unterhalb die große Schraube, den müssen wir mit der Rohrzange festziehen. Nicht so fest, dass sich der Lenker schwer drehen lässt, er muss sich schön frei bewegen können, aber er soll sich auf jeden Fall nicht nach vorne und nach hinten wackeln lassen. Für die von euch, die Hausaufgabe extra mit A+ erledigen wollen, fettet die Lager neu ein. Nehmt euch ganz normalen Grease und macht auf die kleinen Lagerringe wieder ein bisschen mehr Fett drauf. Das verhindert, dass sich die beiden Lagerkugeln und Lagerschalen gegenseitig abschleifen und verhindert, dass ihr es in ein paar Jahren wieder tauschen müsst. Bevor wir das jetzt alles wieder zusammenbauen, können wir aber eigentlich gleich zum nächsten Punkt kommen, nämlich die Gabelholme rausnehmen. Die Gabelholme sind an und für sich nicht so kompliziert, sie haben aber 2 Plastikhülsen und diese Plastikhülsen müssen mit ordentlich Fett eingeschmiert werden. Bei mir ist das nicht mehr der Fall, das sieht man daran, dass das Fett, das unten rauskommt, schwarz ist. Das heißt, es ist sehr schmutzig, hat nicht mehr die gescheite Schmierung und die Plastikhülsen nützen sich ab. Man spürt es auch schon ein bisschen in der Gabel, sie federt schon etwas strenger ein. Das heißt, es wird auf jeden Fall Zeit, da das Fett zu erneuern. Und wenn wir dann die Schrauben oben natürlich nicht wieder festgezogen haben, können wir das ganze Bein einfach rausziehen und putzen. Was nehme ich dazu? Ich nehme immer Bremsenreiniger. Ihr könnt es genauso gut das Zeug in die Waschanlage fahren. Aber für mich ist es einfach ein billigerer Weg. Und kauft euch auf Amazon bitte das Caramba Bremsenreiniger Zeug. Ich habe es nicht geschafft, in irgendeinem Zkons, Forstinger, was weiß ich, wo diese ganzen Baumärkte, irgendeinen gescheiten Bremsenreiniger zu finden. Das ist alles Mist. Auf jeden Fall, wenn wir das wieder eingefettet haben, können wir das ganze Ding wieder zurück raufschieben, diese Gummihülse wieder drauf machen, die verhindern soll, dass Dreck ins Federbein reinkommt und dann natürlich wieder unsere Gabelbrücke draufsetzen und sowohl die Federbeinschrauben als auch die Schraube, die das Lager hinten festhält, wieder zuziehen. Müsst aufpassen, da ist eine kleine Beilagscheibe drunter, die verhindert, dass die Schraube direkt auf dem Lack aufliegt und den Lack sozusagen abplatzt, wenn ihr sie wieder festzieht. Was ihr natürlich auch für eure eigene Sicherheit machen könnt, ist,
Birnen checken. Was für mich auch zum Beispiel sehr wichtig ist, sind Bremsen. Wir haben eine Handbremse hinten, bei der ist es ein bisschen einfacher, den Bremsanker runterzuholen. Und ihr habt dann sozusagen den Bremszylinder hier in der Hand. Und das ist ein recht einfaches Ding. Wenn ich hier außen andrehe, sieht man, dass hier die Backen gespreizt werden. Und wie man hier sehen kann, habe ich diesen Teil schon eingefettet. Das ist übrigens der einzige Punkt, wo Fett draufkommen darf. Sonst darf nirgendwo Fett sein. Manche Modelle haben hier oben auch einen Schmiernippel. Hier kann man auch noch einmal mit Fett oder WD-40 nachhelfen. Jetzt schauen wir weiter auf die Bremsbacken. Wie man sehen kann, ist das bei mir eine sehr raue Oberfläche und das ist kein Zufall. Diese Dinge sind nämlich mit Schleifpapier abgeschmirgelt worden. Ihr müsst nur eine ganz kleine Oberfläche wegnehmen. Logischerweise müssen eure Bremsbacken auch noch Fleisch haben. Wie man hier sieht, sind hier noch ein paar Millimeter Bremsbelag drauf. Aber auf jeden Fall sind sie verglast, wenn ihr sie wahrscheinlich rausnehmen werdet. Verglast bedeutet einfach, dass die Oberfläche schön glatt ist und nicht rau. Und das beheben wir, indem wir mit ein bisschen rauen Schleifpapier die Oberfläche wieder rauer machen und sie sozusagen besser in die Radnabe beißen kann. Persönliche Tipps jetzt noch von mir, die man noch zusätzlich machen kann, um den Service abzuschließen, sind Kette schmieren, ganz wichtig, eure Kette wird rosten, Bautenzüge schmieren, ihr hängt einfach alle möglichen Kabel, die ihr findet, aus und sprüht oben in das kleine Loch vom Kabel mit WD-40 ein bisschen rein, dass das Seil innen drinnen wieder geschmiert wird. Ihr könnt natürlich auch eure Tretkurbel ausbauen und das Fett in der Tretkurbel drinnen wechseln. Das gleiche gilt für die Steckachsen von den Reifen. Das sind aber wirklich schon Schritte, die nicht unbedingt notwendig sind, es sei denn, eure Räder drehen sich schlecht oder euer Tretwerk dreht sich schlecht. Aber das sind prinzipiell die Sachen, die man machen sollte, wenn man will, dass sein Moped auch noch viele Sommer mit einem überlebt. Um das Ganze am Ende noch einmal zusammenzufassen, das Wichtigste von diesen ganzen Tipps war für eure Sicherheit natürlich Bremsen und Licht und für das Moped, dass es möglichst lange lebt, der Ölwechsel. Ich persönlich mache es einfach jedes Jahr, weil ich vergesse sonst auf die Kilometer zu schauen und ob ich jetzt 4.000 oder 5.000 Kilometer mehr oder weniger auf diesem, was weiß ich, 600 Milliliter Öl fahre, ist mir ehrlich gesagt wurscht. Ich tausche es einfach. Ich hoffe, ihr habt was gelernt. Tut eurem Moped einen Gefallen. Macht einen Frühlingsservice, bevor ihr damit in den Sommer startet. Ich wünsche euch immer viel Spaß beim Selberbasteln und bis zum nächsten Mal.